So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Werde Stark bei Let's Play Tales of Symphonia. Ja, werde stark. Ja, hey ja, hallo Link. Du scheinst ziemlich hart zu trainieren. Ja. Wäre toll, wenn du so stark wie Kratos werden könntest. Ich sorge schon dafür, dass er niemals mehr zu mir viel zu schnell weg. Da. Na gut. Das letzte Mal wurde Iselia von den Designs überfallen, nachdem Colette schon ohne mich abgereist ist. Die blöde Schnäpfe. Wer ist da? Oh, tut mir leid, ich wollte nur mal sehen, wer hier ist. Im Moment niemand außer mir. Seid ihr auf einer Pilgerreise? Ja, so ähnlich. Pilgerreise? Ja, sowas ähnliches. Ah, das ist sehr üblich für bei so jungen Leuten. Ruht euch doch ein wenig aus. Danke. Yay. Es ist sicher nicht leicht, aber ihr dürft euch nicht entmutigen lassen. Oh, okay. Oh, speichern. Ich hab's mal gerade in den Paradise angefangen, aber egal. Speichern beendet. Nein, erfolgreich. Whatever. Ding, ding, ding. Und wieder aufs Feld. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Ich meine, okay, Free Heal, aber. Ist die Karte groß oder lasse ich's? Nee, ich mach mal lieber nur klein. So. Weltkarte erkunden. Yay. Nee. Oh, hey. Shortcut für. Okay. Ja. Ach, oh, sowas hasse ich. Gegner, die erst kurz warten und dann. Stone Blast. Stone Edge auf Torboss oder so. Ja, gut. Jetzt geh kaputt. Danke. I was just warming up. Ich könnte noch das Kochen wieder auf Genius umstellen. Genius definitiv die besseren Sandwiches macht. Ach komm, ich folge einfach mal dem Weg. Und vermeide Kämpfe. Ein bisschen. Nusch! Heul! Er kann auch was anderes als winseln. Er kann auch heulen. Wuhu! Was gibt's? Was hast du da im Maul? Guck mal, deine Tasche ist offen. Du hast es wahrscheinlich selbst fallen lassen. Oh, danke, Nusch. Lass mal sehen. Das ist ein Brief von Paps? Von Dirk? Ja, ich frage mich, was drin steht. Lieber Lloyd, hast du den Reiseführer gelesen? Darin sind die 7 wichtigsten Zwergenregeln verzeichnet, sowie Informationen, die ihr für eure Reise braucht. Macht von diesen Informationen Gebrauch und beschützt Colette. Es sind 14 Jahre vergangen, seit ich dich gefunden und aufgenommen habe. Du konntest kaum laufen. Ich weiß noch, wie sehr du dich vor mir gefürchtet hast und wie du geweint hast. Und jetzt ist ein starker Schwertkämpfer aus dir geworden. Paps. PS. Da es nicht im Reiseführer steht, erkläre ich dir in diesem Brief, wie Erfgemmen verwendet werden. Yay! Lies den Brief sorgfältig und zieh ihn gegebenenfalls zu Rate. Ja, das lese ich mir bitte nochmal durch. Oh, meine. Wähle zuerst das entsprechende Menü, das ist klar. Kann maximal 4 Erf-Fähigkeiten verfügen, also wähle einen Slot. Ausgewählte Fähigkeit verfügbar. Drücke X erneut, um die Erf-Gem. Aktivieren einer Erf-Gem allein reicht nicht aus. Um zu aktivieren, Erf-Fähigkeiten sind erst aktiv, wenn die Erf-Fähigkeit die ausgewählt und bestätigt wird. Können beliebig oft geändert werden. Sollte seine Situation auf die Bedürfnisse anpassen. Ja, gut. Erläuterung der Eigenschaften. Ja, das wäre ganz cool. 2 Arten von Erf-Fähigkeiten. S-Typ und T-Typ. Achso, ja gut, Schlag und Tech. Auch gut. Nicht Special und Dings. Abhängig vom Typ werden Charaktere jeweils andere Fähigkeiten lernen. Ob du deine Charaktere als S- oder T-Typ anlegst, bleibt dir überlassen.
Oh Gott, jetzt muss ich nochmal überlegen, was ich für Genus am besten. Ich glaube, für Genus würde ich am besten den T-Typ nehmen. Oder? Ich weiß es nicht. Sobald du eine EF-Gemme kannst du sie nicht mehr entfernen. Du kannst aber eine neue Gemme an ihrem Platz platzieren. Wenn du eine aktivierst, ist die alte EF-Gemme verloren und ihre Fähigkeiten verschwinden. Ja. Wenn du mehrere Fähigkeiten aktivierst, kombinierte EF-Fähigkeiten, sehr effizient oder spezielle Merkmale aufweisen. Probier verschiedene Kombinationen aus. Ja, gut. Wollen wir doch gleich mal machen. EF-Fähigkeit. Habe ich die überhaupt schon gemmen? Ja, wow, ich hab... Wow. Gut, ich hab keine Erf-Gemmen. Dann nicht. Oh, da vorne ist ein... Was gibt's denn hier eigentlich? Außer ein Monster, was auf mich wartet. Allem Anschein nach. Oh. Nee. Genus, würdest du bitte den Vogel beschäftigen? Yay! Sword Rain! Sehr geil. Das muss ich gleich mal equippen. Denn das wird mein Standard für unten. Nee. Danke. Don't come back! Danke, Scumbag! Oder so. Was habe ich jetzt? Habe ich irgendeine Erf-Gemme gekriegt? Nee, ne? Na gut, dann nicht. Level 1. Bedeutet, es gibt mehrere Level. Das macht Sinn. So, was haben wir denn hier? Oh, Gegner. Komm her! Ey, komm. Danke. Meine Güte. Ja. Sword Rain! Na. Sword Rain ist cool. Ey. Ja, wenn es die Vögel treffen würde, ne? Danke. Just as I expected. Zubereitet Sandwich. Sehr gut. Oh, da hinten ist was. Oder? Ist da was? Ne, sah mal so aus. Schade. Dann halt doch hier rein. Haus des Heils. Achso, ja stimmt, diese Raststätten-Dinger. Ich glaube nicht, dass wir Colette finden werden, indem wir planlos herumlaufen. Lass uns jeden, den wir sehen, nach Colette fragen. Ja, mehr können wir nicht tun. Okay, lass uns diese Person hier fragen. Hi! Verzeihung, was gibt's? Ist Colette die Gruppe der Auserwählten hier vorbeigekommen? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Ich verstehe. Seid ihr beiden auf Pilgerfahrt? Nun, etwas Ähnliches. Du siehst nicht aus, als wärst du es gewohnt, viel zu reisen. Du hast eine Karte von Silverant dabei. Leise mir bitte kurz aus. In der Gegend ist jetzt der Fernsichtmodus verfügbar. In jeder Region gibt es steinerne Wegweiser. Wenn du einen findest, kannst du das tun, was ich gerade getan habe, und deine Reisen werden viel einfacher. Wenn du bequem reisen willst, solltest du vielleicht versuchen, sie zu finden. Das wusste ich nicht. Soll ich dir etwas über das Reisen erzählen? Ja, was ist Fernsicht? Das weiß ich gerade nicht mehr. Wenn ich im Fernsichtmodus... fährt die Kamera zurück und macht so einen größeren Abschnitt des Geländes sichtbar. Das ist gut. Zudem bewegen sich die Monster nicht, wenn sich der Charakter nicht bewegt. Das ist auch gut. Im Fernsichtmodus kann jedoch keine fallen gelassenen Gegenstände im Gelände sehen. Ja, okay. Wechsel zwischen Fernsichtmodus... Je nachdem, ob du auf Bewegung oder Erforschung achten willst. Du kannst den Fernsichtmodus benutzen oder abbrechen, indem du Viereck drückst. Steinerne Wegweiser, ja. Ist verfügbar, in einem Gelände gefunden hast. Bitte beachte, dass der Fernsichtmodus nicht in Gegenden verfügbar ist, für die du den steinernen Wegweiser noch gefunden hast. Viel Glück! Ja, gut. Man dankt. Und Winsel! Ja, gut. Sonst noch was hier? Da drin wahrscheinlich. Gepriesen seist du, ja geil. Pilgerfahrt der Auserwählten hat begonnen. Sie muss Erfolg haben. Ja, das wäre cool. Wir kommen am Haus des Heils. Bitte macht es euch im Schlafzimmer im ersten Stock bequem. Ihr seid sicherlich müde von der Reise. Ja, war das kostenlos oder musste ich hier bezahlen? Also ein Speicherpunkt war... Ja, genau, ein Speicherpunkt gibt es hier auch.
Warum gibt es die Science? Das ist eine gute Frage. Du, Genius? Ja, Lloyd? Wieso gibt es eigentlich die Science? Wenn es sie nicht gäbe, könnten wir alle glücklich leben. Ich weiß nicht. Wären wir alle glücklich? Oh, entschuldige, du hast recht. Die Designs sind die Ursache für die Probleme. Nun, sicher. Yeah, sicher. Klingt nicht überzeugt. Seid ihr auf Pilgerfahrt? Es ist schön, gläubige junge Menschen zu sehen. Ausruhen. Ein Bett. Es wäre bestimmt nicht schlecht, wenn wir uns etwas ausruhen. Eine Nacht kostet 100 Gehalt. Na gut, dann halt nicht kostenlos. Scheiß drauf. Auf Wiedersehen. Na gut, dann... Ja, danke. Runter bitte. Danke. Bitte, danke, gern geschehen. Gut, so ein Haus des Heils ist eigentlich nie verkehrt. Auch wenn es ein bisschen was kostet. Sind halt so random Gasthäuser in der Gegend. Okay, hier habe ich den Fernsichtmodus nicht. Ach so, Fernsichtmodus ist mit Nusch. Rumlaufen. Ja gut. Dann weiß ich... Nein, ich möchte bitte weiter. So, steige ich denn dann automatisch ab, sobald ich nicht mehr in dem... Ja, steige ich. Wie er springt. Sword Rain! Ich kann noch nicht kombinieren, okay. Sword Rain! Just as I expected. Mit dem Sword Rain kann man auch schöne Kombos machen, also schöne Kombo-Ketten. Schauen wir mal, was haben wir denn hier so? Einsame Abreise. Lloyd? Hm? Es tut mir leid wegen... wegen mir wirst du... Ach, das war doch nicht deine Schuld. Mach dir keine Sorgen mehr. Aber je mehr wir darüber nachdenken, desto mieser fühlen wir uns. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, was jetzt wichtig ist. Ja, wie dem auch sei. Wir sollten versuchen, Colette zu finden. Okay. Ja, das sollten wir. Ich möchte bitte gerne... Gut, dass ich weiß, wo es lang geht. Also, ja, ich weiß, wo es lang geht, aber... warum muss es so heiß sein? Laut einer Legende gibt es hier irgendwo ein Tor, das zu Ifrit führt. Die Hitze ist ein Zeichen für Ifrits Anwesenheit. Ein Tor, das zu Ifrit führt? Könnte das... Yeah, ich bin sicher, dass es das Siegel ist, das Colette sucht. Okay. Also muss Colette irgendwo hier in der Nähe sein. Darf ich noch nicht in die Stadt? Du weißt echt viele Sachen. Ich schlafe hier auch nicht im Unterricht ein. Okay, ich darf doch schon in die Stadt. Wie es ausschaut. Treat! Hallo, Treat! Muss ich überhaupt schon hier hin oder muss ich erstmal... Ne, ich scheine hier hin zu müssen. Was? Was? Ach. Was machen die denn hier? Dies ist ein Befehl von Lord Forcestus. Ein Mensch namens Lloyd ist mit einem Ex-Vieh auf der Flucht. Seine Identifikationsnummer ist unbekannt. Sperrt sofort alle Bereiche ab. Ach, wie sieht dieser Lloyd denn aus? Sein Porträt und eine Beschreibung findet ihr auf dem Steckbrief. Wir zählen auf euch. Aye, Sir. Dead Portrait. Mann, Steckbriefe und Suchtrupps. Die meinen es wirklich ernst. Wir müssen uns beeilen und Colette finden. Hey, ich dachte, wir suchen Colette, um sie zu beschützen. Jetzt sieht es aus, als müsste sie uns helfen. Ist es wirklich wichtig, warum wir suchen? Manchmal denkst du viel zu viel, wenn es gar nicht sein muss. Ja, hat er recht. Und Nusch ist schön untergestellt. Oh, treues Tier.
Willkommen in Triet, der Wüstenoase. Na? Ist das nicht schrecklich? Das waren die Designs. Sie machen sich einen Spaß daraus, die Stadt zu zerstören. Diese Schweine. Das ist ja furchtbar. Da sind sogar Blutspuren. Not good. Was? Warte, was? Jetzt, wo die Auserwählte hier sind, die Designs werden jetzt die Stadt verlassen. Ach, die Auserwählte ist hier. Gut. Gut. Willkommen im Karawanserei. Karawanserei? Alles klar. Himmel. Oh Gott, ist das teuer. Na gut, passt schon. Danke nochmal. Keine Ursache. Sag mal, du da. Hm, ich? Hast du mal eine Minute Zeit? Okay. Gut, meine Leidenschaft ist es, Waffen und Harnische durch verschiedene Materialien zu verstärken. Hm, okay. Aber in letzter Zeit gibt es eine Menge Schwertkämpfer, die nur Show machen. Du bist keiner von denen, oder? Natürlich nicht. Gut, dann bring mir einen Pelz und ich werde dich für deine Mühe entlohnen. Verstanden, ein Pelz, richtig? Wenn ich einen finde, bringe ich ihn her. Danke, ich zähle auf dich. Pelz. Gut, dann bring mir einen Pelz und... Ja, habe ich keinen Pelz? Scheinbar nicht. Willkommen im Wüstenwind. Ah, hier gibt's... Weapons, fuck it. Gut. Ich hätte mir Geld aufheben sollen. Langschwert hatte Dings. Das ist auch klar. Diskus. Ach. Willkommen im Wüstenwall. Gut, da gibt's die ganzen verteidigenden Items. Baskenmützen. Davon kann ich mir sogar 2 leisten, theoretisch. Und ein Cape. Naja, ich guck erstmal. Ja, gut. Erstmal schauen. Das soll ja angeblich die Auserwählte hier sein. Miau, willkommen beim Katz-Forschungsteam. Brauchst du Hilfe? Ja, ich möchte gerne eine Expedition an Forschung anstellen. Unbekannte Gegenden, nicht davon. Nach Monstern. Nee, ich möchte eigentlich nicht in Monster investieren. Oder was auch immer. Eine geheimnisvolle Gem mit deinem Grad erwerben. Ach ja, Great Shop quasi. Ja, bitte. Und ich habe 26 Grad. Geil. Miau, dein Grad reicht nicht aus. Ja gut. Dann nicht. Dann halt nicht. Der Steckbrief ist toll. Ist das der Steckbrief? Bin ich wirklich so hässlich? Du solltest froh sein, Leute. Auf diese Weise finden sie dich doch nie. Wahrscheinlich. Der ist so gut getroffen. Was ist denn das für ein unmögliches Bild? Sie haben mein hübsches Gesicht verschandelt. Findest du? Ich finde, es sieht dir sehr ähnlich. Also wirklich, danke für deine Meinung, Genius. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich habe gehört, das ist ein Nicht-Angriffspart. Ich wünsche, sowas hätten wir auch, ja. Wäre nützlich. Hilft manchmal, wenn man ihn nicht bricht. Aber soll schon geholfen haben in manchen Fällen. Dupdidu, speichern. Dankeschön. Willkommen im Hotel Fata Morgana. Nee, ich möchte gerade nicht. Ich möchte gerade eigentlich nur Freunde suchen. Die scheinbar nicht mehr hier sind. Oder sind die oben vielleicht? Oder sind sie doch nicht mehr hier? Na? Keiner da? Keiner zu Hause? Mist. Dann ist sie wohl nicht mehr hier. Also zumindest nicht im Gasthaus, wo ich sie eigentlich vermutet hatte. Ah, guck mal hier hinten. Ist ja auch noch ein Ort.
bin der Wächter der Oase. Wasser ist kostbar. In der Wüste dürfen wir keinen Tropfen verschwenden. Ja, gut. Du bist der Wächter der Oase. Ich weiß über die Ruinen dieser Gegend Bescheid. Ja. Wuff! Nein, Winsel. Und du bist die Wüstenrose. Achso, der Fleischhändler. Kann ich mir aber alles nicht leisten gerade. Meine Fresse. Ja. Das ist die Auserwählte? Ich kann es nicht glauben. Deshalb will ich die Wahrsagerin fragen, ob das wirklich wahr ist. Na? Haha. Willkommen im Zelt der Wahrsagerin. Was soll ich euch weissagen? Wir müssen gerne, würden gerne wissen, wo Colette, wo die Auserwählte sich jetzt befindet. Verstanden. Das kostet 100 Geld. Das ist aber teuer. Hast du etwas gesagt? Nein, ich... Ja, komm, bezahle ich halt. Knauser, Knauser. Ich kann sie sehen. Die Auserwählte ist in Richtung der Oase unterwegs, die zerstört worden sein soll, als Ifrit außer Kontrolle geraten ist. Ist das wahr? Der Begleiter der Auserwählten hat es selbst gesagt. Es besteht also kein Zweifel. Ich wurde an meinen Tisch gezogen. Dankeschön. Nie wieder Wahrsager befragen. Ever. Never, ever, ever, ever. Komm, Nusch. Nusch, 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 Nusch. Warte. Ah, warte. Sieht er nicht aus wie der Typ auf dem Steckbrief? Lass sehen. Ja, er sieht genauso aus. Wie schön für dich, Leute. Sie sagen, du siehst gut aus. Sehe ich wirklich so furchtbar aus? Du musst Lloyd sein. Ja, das stimmt. Hey, wo bleibt dein Spruch? Wer bist du, dass du mich nach meinem Namen fragst? Was soll das jetzt noch? Ich glaube, du kannst nicht wegrennen, wenn überall Steckbriefe mit deinem Gesicht hängen. Du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Schnappt ihn euch! Ich hab ja auch meinen Sword Rain. Sword Rain. Ach komm, block doch nicht. Sporten. Sonic Thrust. Der Sword Rain geht wieder ins Nichts, so wie immer eigentlich. Just wasn't your day. Just wasn't your day. Aber sowas von nicht. Ha, alles nur Gerede. Lloyd, hüte dich vor ihnen, oder du wirst es bereuen. Ich pass schon auf, aber sie waren so erbärmlich. Au! Brutzel, Brutzel, Blitz. Lloyd! Ich habe Angst. Bitte tut mir nichts. Ich werde brav sein. Ach ja. Nusch, rette mich! Töte sie alle! Ich bringe Lloyd. Wer ist dieses Kind? Sein Freund anscheinend. Was sollen wir mit ihm machen? Der Boss will nur Lloyd. Den da brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht auch noch mitzuschleppen. Alles klar. Boinks. Ihr Schweinepriester. Was passiert jetzt mit mir? Lloyd hat mich gezwungen herzukommen. Ich wollte gar nicht. Schnüff, Schluchz. Schon gut. Als einen von uns... was? Als einen von uns lassen wir dich gehen. Verschwinde schon. Du bist sicher, dass das in Ordnung ist? Was kann uns ein Kind schon anhaben? Vielen Dank, dass Sie mich freigelassen haben. Das werde ich nie vergessen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Hau endlich ab! Okay. What the shit fuck? Nusch, du bist uns gefolgt. Komm, wir retten Leute zusammen. Ich mag Nusch. Nusch, Nusch. Nusch, Nusch. Oh, au, wo bin ich?
Dann tut mir dieser Lloyd ja richtig leid. Ja, die Hinrichtung ist ihm sicher. Hinrichtung? Was zum? Hey, Lord Bota hat euch rufen lassen. Alles klar. Joa. Doof. Verdammt, sie haben mir meine Ausrüstung weggenommen. Und solange die Wache da ist, kann ich die Tür nicht aufmachen. Kannst du die Tür überhaupt so aufmachen? Ich habe nur den Mana-Ring. Wenn ich die Wache damit erwischen kann... Flop. Dämon, Magic. Und Save Point. Gut, die Truhe wird wohl meine Ausrüstung sein. Pelz gefunden, achso. Dann speichern wir mal. Unbekannte Technologie. Was für eine Art von Technologie verwenden Sie in diesem Gebäude? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wer sind diese Designs bloß? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Wer sind die Designs? Und was ist das für eine Rümpelkammer? Das ist meine Ausrüstung. Yay! Party! Nee, Technik nicht. Items. Pets. Das Fell eines Ungeheuers. Na gut, okay. Was soll's. Ja, gut. Nein! Wo kommt ihr denn her? Wer zum Teufel bist du? Ich bin nur die Putzkraft. Gefangenenausbruch! Nein, ich bin die Putzkraft! This is gonna be a piece of Demon's Alleine gegen zwei kämpfen sie nur mit Kacke. Weil sie einem ständig in die Quere kommen und versuchen, den anderen anzugreifen. Sonic Thrust! Sword Rain! Ja, warm bin ich jetzt schon mal. Nicht gut. Oh hey. Was ist das denn? Mal sehen. Oh, nein, nicht gut. Oh ja, genau, da unten verstecken. Wo ist der? Der Junge in Rot ist verschwunden. Fuck it. Ja, und jetzt? Drüben war er auch nicht. Komisch, es gibt nur doch nur einen Durchgang. Wie konnten wir ihn der verlieren? Gehen wir zurück. Und unten gucken sie natürlich nicht. Ja, dieser Raum hat einen besonderen Mechanismus. Strom. Echt nervig, dass man sich jedes Mal elektrisieren muss und auf die Paneele schieben muss, um die Tür zu öffnen. Lord Bota mag's halt gerne etwas kompliziert. Okay, spüren wir den Kerl in Rot auf. You just ran away. Okay, lass mal sehen. Das Ding sollte sich mir genauer ansehen. Yay! Der Mana-Ring hat sich geändert. Der Mana-Ring verhält sich seltsam. Das Feuer hat sich in eine Elektrizitätskugel verwandelt. Vielleicht kann ich damit diese komischen Maschinen aufhalten. Ich sollte mir derartige Geräte immer besser ansehen. Komm her. Na, das war zu weit. Wie lange hält das Ding? Ach, das war nicht schlau. Au. Zack. Hey. Ja. I'm just warming up. Oh yeah. Okay, also die Elektrifizierung hält eine Weile. Ja, so funktioniert das auch. Ja, lass mich. Ja, gut. So wird das nix. Ich drück schon wieder den falschen Knopf von meiner Arthas.
Sword Rain. Danke. Alright. Nee, so nicht. Och, Mann, oh. Das wollte ich nicht. Oh, zwei von diesen Kackbiestern sind nervig. Danke. Sword Ring! Hey. Moment. Habe ich jetzt Sword Rain auf unten und oben? Komisch. Na ja, gut. So funktioniert das nicht. Komm her. Ja. Nein. Oh, no, you don't. Das ist nicht fair. Na gut, schieße ich erst den Elektroball hier hin und hol das Viech dann hier. Und dann jetzt. Ich gehe mal zurück. Ich glaube, ich werde es sowieso erstmal speichern und den Rest dann beim nächsten Mal machen. Kann ich mich hier ausruhen? Ja, kann ich. Sehr cool. Ja, ich werde gesucht. Alle Türen sind auf. Ich ruhe mich mal aus. Klasse. Na gut. Das war's dann aber erstmal wieder von mir für heute. Bis dann und see ya.